Team bestehen aus Seaside Bellona und Arbiter Villa. Der hat ja bei dem letzten Event, was war bei Epic 7, nur knapp gegen Luna verloren, ne? Seaside Bellona? Ja, wo es ging hier um den die Top Waifus in Epic 7. Juhu, Eldred, Wildred besiegt, Wildred kommt wieder, juhu. Ich hätte Lilibet mitnehmen sollen. Okay, der Pinguin sieht geil aus, Alter. Ravenlord. Ravenlord Feather Knight. Oh. Er hat Pläne, große Pläne. Dieser Kling. Der ist bestimmt scharf. Das sieht jetzt aus, wenn er macht von Grayskull. I have the power. Oh, schön, ey. Jetzt habe ich schon wieder vergessen wegen dem Namen. Ach, egal. Mountain, Mountain. Wir bauen Mountains. Ich gehe für Nico. Damit steigt meine Chance, Early zu überleben. Damit steigt meine Siegchance auf 85. You just activated my trap card. Tank Nico, alles klar. Ich brauche nicht mehr so viele Punkte, dann habe ich das Oceanfeld, meine ich. Ja, ihr hat jetzt die Tage gegen einen gespielt, der diese Freljord-Variante hatte. Ich meine, ich finde die auch cool und ich würde die auch nehmen, wenn ich sie bekommen würde, aber seriously, halt, ja, halt wirklich, also so viel Geld dafür auszugeben, das ist dann. Ja, nee. Da, wo du es vorhin angesprochen hast mit Poku-san, also Hokumins Entwicklung. Ich habe da halt mal auf der Poke-Wiki-Seite durchgelesen, wie du das überhaupt entwickelst. Finde ich ja mal eine interessante und lustige Mechanik. Ich musste dann die Uhr künstlich etwas vorstellen, weil ich wusste, mein Poku-san nachts gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit ich die salzige Version bekomme. Musstest du? Du musst das, um Poku-san zu entwickeln, musst du dich als Figur entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. So, dann da spielst du einmal dann noch de facto halt die Tageszeit und die Dauer, wie du dann, dich dann im Kreis drehst, bevor du diese Glurak-Pose machst. Ich kann dir gleich mal den Poke-Wiki-Eintrag reinsetzen. Fand's halt relativ witzig. Ich habe mir ja auch diese eine Bären-Pokémon da geholt. Und ich habe mir so gedacht, das ist ja schon Level 54 und hat sie immer noch nicht entwickelt. Da habe ich mal nachgeguckt. Ah, das muss Stampfer beherrschen, damit es entwickelt. Dieses Kikuri oder wie das heißt, das aber von den Bärenbäumen fällt? Nee. Das ist so eine kleine Beere. Also so. Ja, wie so eine Doppelkirsche, oder? Nee. Okay. So eine einzelne Beere. Eine einzelne Beere. Dann habe ich es gerade nicht im Kopf. Fukulin oder kann ich irgendwie so. Frubel, ja. Ja, okay. Frubel. Also, ja, Frubel war schon in Sonne und Mond mit drin, aber ich habe nie geguckt, wie sich das entwickelt.
Ich hab's damals nur oftmals töten müssen, weil es ein Tankstat gegeben hat von den EV her. Das hat halt nur so eine 5% Spawn-Chance bei sonnigen oder windigem Wetter, da im hohen Gras zu spawnen, und ich da die ganze Zeit am Machen und am Machen, hab's dann irgendwann bekommen. Und gestern oder so fahre ich auch nochmal hier durch die Naturzone durch, und da läuft dann auf dem Feld die dritte Entwicklungsstufe so rum, und da dachte ich mir auch nur, weniger. Die Toast habe ich auch schon welche, aber Nee, dann ja. hab ich da getradet. Ich weiß irgendwie scheiße, der Tektas, da dieses komische Rüstungsinsekt als Trade hat halt Rückzug. Wenn es unter 50% Leben ist, ist er Ja. automatisch weg. Sieg hat Dennis ja letztens dieses Meme reingesetzt mit Dynamax Reißlaus, wo es dann von einem winzigen Pokémon einen Hit bekommen hat und dann, als sich seine Passive aktiviert hat, er weggerannt ist. Ja. Da bin ich halt auch so mitten im Kämpfen so scheiße. Also, wenn du im Kampf bist, so bereitest deine Attacke vor, und dann hat der Gegner Pokémon, aber ist schneller dran. Also, oh nee, jetzt renne ich weg. Hui. Ja, kann schon nervig sein, das stimmt wohl. Der bräuchte halt die Fähigkeit von fucking Legion. Letzter Stand, also finaler Stand. Vor allem, wo du zum vierten Orden gegangen bist und durch diese, ich sag mal, Steppenebene durch musstest mit den alten Ruinen. Und da kommt dann so diese Abschnitte, wo einfach Legios aus diesen Löchern rausrennt und dann mal so durch. Ich habe nur so ein Warte. Ja, die marschieren also schön im Gleichschritt Ja. durch. Ja, ganz ehrlich, das mit Woodland wird bei mir wahrscheinlich das Meme dieser Season werden, sofern die nicht genervt werden. Weil ich stehe halt wieder ganz gut da, ne? Das ist. Was sollten sie denn bei Woodland nerven? Da Weiß ich auch nicht. gibt's eindeutig schlimmere Sachen. Ja, da stimme ich definitiv zu. Sag mal, wenn jetzt diese Woodland-Klone irgendwie noch die Items duplizieren würden, okay. Aber so wie die jetzt sind, ja. Ich hoffe, du hast dich Nocturne gebaut, ist. Nö. Okay. Ja, ich habe das ja jetzt schon für die TFT-Season sogar mit auf den Thumbnails drauf. Nocturne? Nein, Woodland. Der schon Der wieder. Spacko schon wieder. Diana gegen Skarner. Schild gegen Das Schild. ist Ey, Nico hat sich eingemischt. Das ist nicht fair. unerlaubtes Mittel. Komm schon, Skarner, gut. Tell you. Vor allem ist es Bio-Swords gerade, Alter. Bedrohlich. Der hat.
kannst du mir ja noch eins geben, dann kriegt er Infinity Edge. Nee, Moment, das ist jetzt anders. Ja, als wäre die Klinge des Todes da. Ja, genau. Aber ich habe ja den Krittanschuh, ich könnte die BF. Infinity Edge geben. Infinity Edge geben. Just for Lulz, Junge. Auch Disturbed 2910. Wenn es die Band dann noch gibt, dann bin ich garantiert nur als Schrumpfköpfe. Ja schon die Seele rausgepult. Ja, stell dir vor, es gibt 2910 immer noch Freddie Mercury, Junge. Mama! Die gibt's ja jetzt schon nicht. Ach, der hat sich doch digital verewigt, Alter. Wie sieht denn ein Malphite-Spiel aus? Wie ein Malphite-Spiel aussieht? Wie ein Stein. Quadratisches Gesicht, quadratische Nase. Das ist eine gute alte Cartridge. Jetzt wären wir auf Nocturne, hätte ich doch gebrochen können. Aber ach. Ich hab ja Rek'Sai, aber ich wow, einmal Nikos Hilfe, danke. Ich hab ein Critting bekommen und Geld. Ich habe halt dann Stufe 1 Eiern. Stimmt, Kiana kann ich hier hochkommen. Ist ja jetzt Erdfeld. Ja, oder ein Rapid Fire kennt Olaf, Alter. Wie lange hält denn die Olaf-Ulte an? Willst du mich verarschen? Die hält gefühlt den ganzen Kampf. Ja, der stand jetzt die Jits seit der ersten oder zweiten Sekunde nach Kampfbeginn die ganze Zeit mit der Ulte da. Ja. Das ist bescheuert. Kompletten Kampf über. Ja, jedes Mal, wo ich Olaf gebaut habe, hat er gar nicht lange genug für seine Ulte überlebt, also. Nein. Sie ist sicher schon mitraten. Drei Rek'Sais nehme ich auch noch. Warum hat Tamarin ihren Skill ausgeschaltet? Ich hab doch nicht da drauf geklickt. Ist die vielleicht einmal vorher gestorben oder so? Kiana hat einfach ein viermal so großes Schild wie ihr Leben. Jetzt habe ich auch einen Sack gekriegt.
Ping. Ping mich nicht so von der Seite an. Sieht doch gerade ein bisschen blöd aus bei mir. Wer haben wir denn da? Nichts für mich. Ach, den Asi hätte ich gerne genommen. Den müssen sie eigentlich auch anpassen mit seiner Fähigkeit, die ist ziemlich dumm in TFT. Ja, Yoriks Gule halten einfach viel zu viel aus. Ja. Ist halt genauso wie die Tatsache, dass die fucking Zyra-Pflanzen unangreifbar sind, das ist auch dämlich. Boah, Alter. Dankeschön. Moin. Brennende Baumknutscher, bitte. Kiana hat auch keinen Bock, irgendwie mal Schaden zu nehmen. Jetzt. Ja, das ist das Ich sag doch, die hat einfach 4 oder 5 mal so viel Schild, wie sie Leben hat. Mountain Shield 1500. Alter. Ja. Das ist schon heavy. Skarner Stufe 3. Mit dem Infinity Edge? Mit dem Infinity. Nice. Das kriegt ihr 100% Attack Speed. Das ist so diese Soraka-Philosophie. No one expects die Banana. Wow, nochmal die Kusshilfe. Danke, Spiel. Thank you.
ich dir eine Key an, na danke. Wieder ein Brand gehabt, der Typ. Ja, Brand ist einfach auch zu dumm. Ja. Weil wenn er den auf Stufe 3 bekommen sollte, ist 20 Sprünge oder so die Ultimate. Ach, da ändert sich nicht der Schaden, sondern die Bounces. Lol. Ja. Das ist wirklich selten dämlich. Noch zwei Nikos Spiel, ey, das wäre doch mal was. Nico habe ich hier. Ich spricht aber Nocturne. Ich habe ihn auch schon mal gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet, wie oft. Der Typ war schon der Lux. Ist Level 8. Der Typ ist ja auch ein kritischer Success. Derek, dich bräuchte ich. Mein kristallener Boy. Ich würde wohl. Ja, nee, ist schon weg, oder? Derek ist weg. Nee, der Übergroße ist leider weg, das meinte ich. Ich habe auch bis jetzt noch keine Ash gesehen, die ist ja auch Kristall. Da wird mein Skana halt noch tankiger werden. Einmal viel. Ja, für das Kiana-Schild. Ja, ich habe ja Kiana und Talia. Also. Und mehr Maul geht ja nicht. Stimmt. Ja, ja.
Vorwegspiel. Keine UNAPs. Vorweg. Krieg ich gerade aber auch nix. Hey, hier hat dich einer nachgemacht. Hab ich auch, ne? Unsterbliche Kiana. Hat gegen auch so einen komischen Voltstahl-Typ gekämpft. Dachte ich erst, du wärst dann, aber du hast keine Rexai, oder? Nee. Nein, nein, ich bin auf Inferno noch gegangen und Ranger. Zweiten Knockdown gesehen. Das ist bitter. So ein, Witz. Eine Nico, einmal einen Maokai. Das wäre sehr, 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 sehr hilfreich. That's where you belong, in the dirt. Auch die Lux haut rein, Alter. Ja, ich muss schon zwei Kindreds verkaufen, weil ich keinen Platz mehr habe. Ja, geht doch. Meine Fresse. Da löst sich der Knoten. Jetzt brauche ich trotzdem noch einen Nico. Aber meine Frontline ist schon bei Level 3. Wenn ich jetzt mal bitte ein paar Ashes oder Nocturnes bekommen könnte, das wäre halt auch sehr nett. Ashes to Ashes und Nocturnes to Lars. Ja, Ash auch. So nicht zu Asche werden. Und beim Arsch ist er schon, hat der Tründer mir geheiratet. Tariq. Le Tariq. Stahllux. Stahllux Legios.
Terry kann sich nur alleine googeln. Danke, du Arsch. Tarek is truly outrageous. Los, Skana, du regelst das jetzt. Skana regelt das sogar wirklich alleine. Ja, die sehen. Ja, finde ich aber gut, Kill, den war für mich. Ah, dann nehmen wir doch hier gleich Force of Nature. Das hätte ich gebrauchen können. Ich spiele, um zu gewinnen, Biatch. Dann nehme ich den Solo-Ulten, Tarek. Wegen dem Item halt nur. Mir hätte halt das Item auf Varus nichts gebracht. Jetzt hätte ich den genommen. Dann gebe ich ihm das jetzt. Nico. So. Du wolltest dich wieder alleine, Tarek. Ein Nocturne. Ach, ein Lars. Ja, doch. Nee. Deine Diana mal auf. Meine arme Esch anzugreifen. Das ist Frontline-Diana, ja, die muss sowas machen. Scanner, Scanner, Scanner. Nein. Nein! Ich wurde zu Tode Infinity Edge. Er hat nur den Predator-Bonus. Aber hau doch mal den anderen raus, anstatt dass du mich raushaust. Ja, das Spiel sagen. Ich kann mir ja nicht aussuchen, gegen wen ich kämpfe. Ja, siehst du ja, jetzt muss ich gegen ihn ran. Ich muss gegen seinen Geist. Lux auf Stufe 2 ist halt dumm as fuck. Ulti, 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 Ulti. Krabadus. Ginsus. Jo. Ja, Melfort habe ich auch hier. Ja, in jedem Rewall gefühlt ist Melfort. Ja, das geht mir mit Yorick so und ich brauche die nicht mal mehr. Hi, Gwens. Das ist ja jetzt schon irgendwie verlockend. Es ist so tief sinken. Für den Sieg. Come on, guys, you can do it. Meine Frontline steht noch. Ich sehe nur, wie sie
zwei Bäume gegenseitig von. Jawohl! Ah! Den Schwalb ist kostenlos! Jetzt habe ich auch zwei Brands. Ah, Rexai. Ich habe keine Units mehr. G-Unit. Drei Kindreds, zwei Varusse. Ach du Scheiße. Guter Mörder. Alter. Agro Kindred. Alter, wie viel hält die Alte denn aus? Diana? Ja, ihr scheiß Schild. Das sind 350 Schild, was sie hat. Das ist halt dumm as fuck. Vor allem, da kriegst du gefühlt alles jede Sekunde. Ja, plus halt den Damage-Bonus, den sie dann noch kriegt. Und was ich mal geguckt habe, gerade ihre Orb-Anzahl steigt ja auch. Also die Damage-Instanzen, die nochmal durchkommen. Das ist halt bescheuert. Dein Geist. Oder? Nee, Maokai und so hattest du ja nicht. Nee, das ist. Er hat Deluxe, das ist sein Geist. Ist alle auf den Maokai. Mein komplettes Kiefer sammelt sich um den Baum. Ich weiß auch nicht, meine Units haben am Ende nicht mehr angegriffen. Ist da eine Kiana? Double Rage Red Kindred. Du willst richtig pervers werden, oder? Ich muss halt auch überleben. Was ist denn jetzt mit dir verkehrt, Alter? Ja, das ist Kiana, da, das ist dann deine Kindred. I'm on my period! Wo speichert mir eigentlich noch Geld an? Das macht keinen Sinn. Eine Kiana. Eine Kiana mit zwei Bergen. Ach, dein Geist. Schau doch, mein Freund. immer noch eine Kiana. Was ist denn der Master Yi da? Hat er den Vega ersetzt. Ich hatte gerade zwei Master Yis in einer Rotation, denk mir. Bräudigkeit, ja. Ha. Alter, ist einfach. Ist einfach gerade Krieg hier drin, ey. Du
hast meinen Terry getötet. Natürlich, er bedeutet dann Krieg. Die gleiche Lux brauche ich auch nicht. Was hat deine? Red Buff. Arschloch. Bei der Redemption. Der Nur, Redemption ist schon gut. Kiana. Ach, wie die doch spielen. Kiana. Kiana. Ach, wie die doch spielen. Kiana. Kiana. Ach, wie die doch spielen. Aber es sieht sowieso gut für dich aus. Sind statt wenigstens einmal durchgeschaut. Gute Terry-Guti, gute Terry-Guti, Junge. Allerdings. So ein gutes ja, das Redemption. War's. Gigi. Aber war nice, ey. Well played. All skill, all me. Ich habe gerade bei dem Rift Herald gesehen, was passiert, wenn Kindred nicht sofort stirbt. Ey, die kugelt sich halt echt den Arm raus und springt nur noch von A nach B. Das ist so bescheuert. Ey, Maya, die macht ja. Warte, jetzt muss ich aber was sagen von den Videos, das wir letztens mal geguckt haben. Promoted! Promoted! Ja, ich auch. Prunkzeit. Jo, Genosse.